Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword! Yay! Wir haben gerade den lustigen, geronen Geschichtenerzähler wiedergefunden, hier tief im Wald. Ja. Da bist du ja wieder, schön dich zu sehen! Ja, ich wünschte, ich könnte das selber behaupten. Du kommst mir gerade recht, Hampel, Spring, Spring, Hampel. Sieh mal, an diesem Ort habe ich Teile der alten Schrift entdeckt. Ist das schön. Das ist auch das Symbol drauf, das wir im Tempel in der Stadt der Göttin gesehen haben. Ja. Das hier, es heißt, dass die Göttin diese Steine für einen Helden hier zurückgelassen habe. Sieht eher so, als müsste man die Hymne der Zeit spielen. Ja. Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Sehr einfallsreich. Ein Name wie in Stein gemeißelt. Findest du nicht auch? Ja, total. Den alten Schriften zufolge, ihnen zufolge, muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Ja. Kriegen wir da so extra Power, wenn wir das Ding angreifen. Du hast doch ein Schwert. Dann hilf mir bitte, das Rätsel dieses Artefakts zu lösen. Du willst doch ein Held sein, oder? Niemals! Never! Komm schon! Du es für die Wissenschaft! Für die Wissenschaft! Science. Na, das wollte ich hören! Okay. Dieses Artefakt besteht aus einem Metall, das ich noch nie gesehen habe. Es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Ich stell mir gerade vor, wie der vor diesem Ding stand. Puff, grad bam! Und oder, das ist meine Hand gebrochen. Oder wie er versucht hat, das zu essen. Ja. Immerhin ist er ein Geron. Ja. Ich frage mich, was die alten Schriften mit dem Strahl des himmlischen Schwertes meinen. Sag's mir noch mehr, Spiel, bitte. Fällt dir dazu etwas ein? Hast du vielleicht ein Schwert, das Strahlen schießen kann? Hast du ein himmlisches Schwert? Kannst du diesen Stein aktivieren? Oh, jetzt brauche ich keine Hinweise mehr zu geben. Ja. Ja, gut, wir haben also diesen Stein in einen Lichtstrahl verwandelt. Das habe ich nicht erwartet, okay? Boah! Das Artefakt ist gen Himmel aufgestiegen. Die Kraft deines Schwertes scheint das bewirkt zu haben. Nein, wirklich. Jetzt kann er das Ding nicht mehr weiter untersuchen. Na. Wohin ist es wohl verschwunden? Das Rätsel ist gar noch rätselhafter geworden. Na. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Ja, da gibt's so einige von. Du solltest sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Das werden wir. Vielleicht. Ja. Wenn wir Lust dazu haben. Also was die machen, ist eigentlich recht simpel. Du erinnerst dich an diese Schatztruhe im Bazar, die wir nicht aktivieren konnten. Ah, die aktiviert sie also. Okay. Ja, also einen. Es gibt davon ganz viele halt in dem Himmelsmeer verteilt von diesen Schatztruhen, die man nicht aktivieren, die man nicht öffnen kann. Und jedes Mal, wenn man halt einen von diesen Steinen da hochschickt, aktiviert sich eine von dieser, einer von diesen Schatztruhen entsprechend. Also jeder Stein, den wir aktivieren, aktiviert auch eine Schatztruhe da oben? Ja. Wow, okay, ich habe jetzt irgendwie erwartet, wir müssen 10 davon aktivieren oder so und das aktiviert eine Schatztruhe oder so ein Mist. Nein. Vor allen Dingen, weil da jetzt schon der zweite davon war. Ja, man hat jetzt hier am Anfang halt ganz Schatte. Viele hingestellt. Fei. Gebieter, in diesem Gebäude glaube ich, Zeldas Aura zu erspüren. Wenn ich die Aura-Suche benutzt hätte, wüssten wir das auch. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 85%? Es sind nicht immer 85%, aber häufig. Gleichzeitig aber spüre ich die Aura des Bösen. Viele Ungeheuer scheinen dort zu lauern. Ja, wow. Willst du denn noch weitergehen? Lieber nicht. Angst ist ein Beschützer. Das muss dir nicht peinlich sein. Danke, Fei. Jetzt fühle ich mich besser. Deswegen gehen wir jetzt auch nicht weiter, sondern fliegen zurück in unsere Wolkenstadt. Wenn du Gefahr spürst, solltest du dich vielleicht zurück in den Wolkenhort begeben, um dich dort neu auszurüsten. Genau, ja, das habe ich auch gleich. Ich empfehle dir, einen Schild zu deinem Schutz sowie Herztränke mitzunehmen. Ersteres ja, zweiteres nee. Und nun lass uns die Suche nach Zelda fortsetzen. Wir haben schon genug Rubine für Herztränke ausgegeben, die wir dann weggeschüttet haben. Bams, außerdem Früchte mit Rubinen drin, die wir nicht mehr aufheben können. Und da vorne war ein Baumstumpf, auf dem wir uns hätten heilen können, hätten wir den Schaden genommen. Ja. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr neue Munition. Bräuchten wir. Theoretisch. Und hier oben findet sich so ziemlich gar nichts, außer ein bisschen hübsche Umgebung. Ja. Aber und hier eine ist noch mal dieser schönen Pflanzen. Bams! Jetzt machen wir eine Dekoranie und vor allem ist hier ein Stein.
Der vom Himmel herabstieg, schaut in den Himmel und durchschießt den Stern, den Vogelschwingen ihm weisen. Okay. Ein Hinweis darauf, wie wir... Okay, da fallen einfach mal nur so Nüsse runter, auch interessant. Auch nett. Ja, ein Hinweis darauf, wie wir diesen Tempel öffnen sollen. Okay. Aber wir öffnen mal nur diesen Tempel. Puh, sehr unauffällig, ja. Aber sobald, sobald man diesen Schalter trifft, geht Link automatisch in den Tempel. Von daher will ich jetzt erstmal ins Wolkenmeer reisen, weil sich auszurüsten ist eine gute Idee. Okay, auf geht's. Möchtest du ins Wolkenmeer? Aber ja. Aber selbstverständlich doch. Dann sehen wir auch mal, wie das aussieht, wenn wir wieder hochreisen. Paraschall-Action! Wir werden durch eine gigantische rote Windstrahl in den Himmel geschossen. Macht Sinn. Landen wir jetzt auf unserem Vogel oder landen wir direkt im Wolkenhort? Ne, wir landen jetzt im Himmel und dann ruft Lang automatisch seinen Vogel. Oder? Ist ja gut, dass der immer in der Nähe dieses Strahls ist. Ja, und jetzt muss Fahr uns erstmal noch natürlich was erklären. Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit deinem Himmelsstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Warum erklärt ihr uns das jetzt? Egal. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Weil sie uns jetzt zeigen muss, dass da zwei Schatztruhen blinken. Yay. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Hurra. Und diese Schatztruhen wollen wir uns wahrscheinlich auch holen. Auf der Kürbisinsel zum Beispiel. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Können wir auch wieder Kürbissuppe austragen gehen? Na, werden wir gleich sehen. Ich glaube, erst nach dem Tempel kriegen wir da wieder was Neues. Und zwar eine von denen ist genau da unten. Okay, dann fliegen wir da doch gleich mal hin. Du benutzt viel zu wenig Sturzflüge, habe ich so das Gefühl. Das müsstest du viel häufiger tun. Ich muss ja erstmal Höhe haben, um vernünftig Sturzflug machen zu können. Rammst du irgendwann eigentlich die Wolken weg, oder was passiert, wenn du ganz... Ja, da ist ja links halt diese Höhenanzeige. Und ich meine, wir rammen da einfach unten drauf, aber... Okay. Ist nichts Spektakuläres, was da passiert. Ich schätze mal, da wollen wir aber landen. Oh, Crash! Bams! Musst du deine Paraschall eigentlich aktivieren? Hättest du da Schaden genommen? Ich hätte jetzt Schaden genommen, ja. Okay. Wenn wir einfach nur so im Wolkenmeer unterwegs sind, kriegen wir tatsächlich Schaden. So, hier öffnen. Haben wir ein Herzteil. Das ging so. Herz erhalten. Sammle 4, um deine Lebensenergie zu erhöhen. Da fehlt nur noch ein weiteres. Damit fehlt uns wirklich nur noch eins und... Nee, wir wissen nicht, wo noch eins ist, oder? Ja, aber wir finden noch eins. Ich bin gespannt, wo. Ja. Erstmal gehen wir jetzt einkaufen. Wollten wir nicht noch zu dem Kürbisladen? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob in der Schatztruhe bei dem Kürbisladen nicht 300 Rubine drin sind in der Schatztruhe. Oh, das wäre natürlich unpraktisch. Ja. Dann gehen wir doch... Deshalb gehen wir jetzt erstmal einkaufen. Lieber erstmal, genau. Ich weiß, dass es zwei Schatztruhen auf der Kürbisinsel gibt und eine davon weiß ich, dass die 300 Rubine drin hat. Bei der anderen bin ich mir nicht mehr sicher, was drin ist. Deshalb da bin ich gespannt. Will ich kein Risiko eingehen und da jetzt 300 Rubine komplett verschwenden. Übel, wenn die einem an der Stelle jetzt 300 Rubine geben würden. Jeder muss doch hier bis zu diesem Punkt massig Rubine gesammelt haben. Dann verschwendet doch im Prinzip auch jeder diese 300 Rubine. Ja, das scheint die nicht so zerstören. Wir springen ab und wir müssen das erste Mal irgendwie in Terrys Laden kommen. Ich bin gespannt, wie wir das schaffen. Des Weiteren demonstriert Kevin mir gerade, dass er nicht den B-Knopf gedrückt hat und trotzdem der Paraschall geöffnet wurde. Ja, sinnvollerweise. Ja, ne? Wunderbar. Dann läute die Glocke, wie du es mir schon so schön erklärt hast. Landet er jetzt oder was passiert? Nein, er lässt jetzt ein Seil runter. Ah, interessant. Sieht spannend aus. Danke. Ah. Und jetzt können wir uns hochziehen lassen. Wir könnten theoretisch auch jederzeit loslassen, wie es aussieht. Ja, dann würde Terry aber weiterfliegen. Cool. Ja, ja gut. Bevor ich jetzt was einkaufen möchte, aber kurz noch was demonstrieren. Okay. Und zwar erstmal gehen wir jetzt hier rein. Aha. Und dann sehen wir jetzt erstmal Terry. Und wie sein Schiff eigentlich funktioniert. Das ist nicht schön. Cool. Rad betrieben. Oh! Es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hierher findet. Du fliegst direkt über der Stadt. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was dein Herz begehrt. Sieh dich nur in Ruhe um. Ah, eine Sache noch. Es wäre nett, wenn du nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würdest. Das ist ein Laden. Ja. Die Sachen gucken, ach, ist halt ganz nett. Du hast auch ein Bett hier, ist ja alles schön. Da gehe ich mal wieder. Okay. Warum hat sich das jetzt nicht aktiviert? Vielleicht aktiviert es sich jetzt beim nächsten Mal. Vielleicht weil er mich darauf hingewiesen hat. Ich werde es demonstrieren, weil das ist nämlich witzig. Aha. Komm, Terry, bitte tu es einfach. Nein. Okay, dann muss ich jetzt erstmal kaufen. Dann demonstriere ich es halt beim nächsten Mal. Gut. Kannst du vorne eine Leiter scheinbar hochklettern? Ist da oben irgendwas auf dem Dach von Terry? Wenn man in Terrys
Dings hier hat ja, ist ja ein Bett. Wenn wir hier bis Nacht schlafen, dann ist er auf einer anderen Insel gelandet und da bringt uns das was, dass wir dann da drauf können. Weil dann können wir auf eine Plattform springen. Ja, okay, okay, werden wir dann irgendwann sehen. Ja, erstmal möchte ich das hier kaufen. Oh, das ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Ah, okay, dann macht das. Damit kannst du 300 Rubine mehr tragen. Ist das nicht großartig? Du willst sie doch bestimmt, oder? Für nur 100 Rubine gehört sie dir. Ja, dann will ich sie auch haben. Dann würde das doch Sinn machen mit der 300-Rubine-Kiste. Du hast die Zusatzgeldbörse halten. Ist deine normale Geldbörse voll, bietet sie Platz für 300 weitere Rubine. Nicht schlecht, Herr Schwächt. Ja, dann steht jetzt plus 300 da dran. Aber verändert das sich nicht. Schön, dass du den Sound wieder verwendet hast. Diesen Kauf wirst du nicht bereuen. Hoffe ich. Dann will ich das Schmetterlingsnetz haben. Oh, du interessierst dich also für das Schmetterlingsnetz. In der Tat. Damit kannst du Insekten einfangen. Das macht Spaß und zudem ist auch noch sehr nützlich. 50 Rubine ist doch ein fairer Preis, findest du nicht auch? Ja. Ja, ich nehme es, in der Tat. Du hast das Schmetterlingsnetz erhalten. Fange damit flink und leise Insekten und andere Dinge. Ist auch lange her, dass man mal in einem Zelda-Spiel sein schönes Schmetterlingsnetz einsetzen durfte. Ja, thank you! Diesen Kauf wirst du nicht bereuen. Vielleicht kannst du damit auch magische Angriffskugeln zurückreflektieren. Des Weiteren. Mit dieser Zusatztasche kannst du ein Item mehr bei dir tragen. Damit werden deine Reisen um ein Vielfaches angenehmer. Was sagst du, sie kosten nur 300 Euro? Leider habe ich nicht genug Geld. Ja, ne? Nein, danke. Oh, sieh dich ruhig noch ein wenig weiter um. Und das andere Ding da, was ist das? Das ist eine Herzmedaille. Eine Herzmedaille. Oh, das hier ist, ist die Lebenskraftmedaille. Ah, ja. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn du sie bloß bei dir trägst. Und wie der Name schon sagt, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Haha, probier es einfach selbst aus. Ja. Ich gebe dir für 800 Rubine. Ich glaube, das können wir nicht mehr kaufen, wenn wir volle Rubine haben. Sieh dich ruhig noch ein wenig weiter um. Okay. Ja, Terry ist sehr teuer in diesem Spiel. Eine Herzmedaille. Ja. Also ich schätze mal, das ist ein Herzcontainer? Ich meine, die wäre ein Herzcontainer, ja. Okay. Ja, gut. Nee, das ist die Herzmedaille. Die Lebenskraftmedaille sorgt, glaube ich, dafür, dass mehr Herzen fallen gelassen werden von Gegnern. Für 800 Rubine. Ja. Das ist verdammt teuer für diesen Effekt. Also diese Zusatztaschen, die man da für 300 Rubine kaufen konnte, die bringen letztlich dafür, dass wir hier einen Platz mehr haben. Mhm. Man kann alle vier bei Terry kaufen. Die erste kostet 300, die nächste 600, die dritte 900, die letzte dann 1200 Rubine. Teuer. Ja. Des Weiteren können wir jetzt diese ganzen Schmetterlinge hier fangen, weil wir jetzt das Schmetterlingsnetz haben. Aber scheinbar gibt es keine ordentliche Funktion zu schlagen, sondern man muss einfach mit der Fernbedienung in der Luft rumwirbeln. Das du hast einen Himmelsfalter gefangen. Ein weit verbreitetes Insekt, manchmal hält es sich an seltsamen Orten auf. Ja, sehr seltsam. Paling, ein weiteres Insekt für unsere Sammlung. Yay. Aber was Sinnvolles basteln können wir, glaube ich, immer noch nicht. Nee, dafür haben wir noch nicht genug Sachen. Vor allem, weil wir noch keine Monsterklauen oder Glibber erhalten haben. Leider. In der Tat. Schauen wir mal, ist hier hinten so eine Gottesanbeterin zufällig drin, gerade? Nein. Aber Rubine. Naja. Sogar relativ viele vor diesem Ort. Ja. Na gut, dann fliegen wir mal wieder zur Kürbisinsel. Ja. Und holen uns die Kiste, die da ist. Ist das da vorne online? Achso, ja, das ist auch so eine Kiste, die ist noch nicht aktiviert. Okay, also zurück Richtung Kürbisinsel. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht wieder Suppe verteilen dürfen. Ich glaube, erst nach dem ersten oder vielleicht sogar erst nach dem zweiten Dungeon kann man erst wieder was bei ihm machen. Langweilig. An Sidequests. Na gut. Und das war auch das einzige Mal, dass wir Suppe verteilen mussten. Demnächst haben wir dann ganz andere tolle Aufgaben. Ah, das klingt ja spannend. Na gut, da vorne ist auf jeden Fall der erste Booster wieder und noch der einzige Booster auf dem Weg. Außer dem Vogel. Töte ihn! Oh, du hast den Vogel verfehlt. Ja. Keine Quälerei heute. Ich bin enttäuscht von dir. Wieso suche ich aber mal, wieder diese komischen Fliegeviecher zu aktivieren, die man kriegt, wenn man da so lange runterfällt. Vielleicht kriege ich ja die 20 Rubine von denen. Jetzt hast du gespoilert, wie viele Rubine sie dir geben. Ich glaube, das hast du schon mal erklärt. Du hast schon mal erklärt, dass sie Rubine geben, aber nicht wie viel. Das wusste ich nämlich auch noch nicht, von daher bin ich mir da relativ sicher. Okay, dann fallen wir mal wieder. Wäre praktisch, wenn man den Paraschall einfach da oben aktivieren könnte. Naja. Um gegen die dann gegen zu fliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wenn du sie früher einsammelst, scheint es einfacher zu sein. 7, 8, 9 und Nummer 10. Komm her, Nummer 10. Nummer 10, jawohl. Und bring das war. Waren es 20? Ja. Okay. Sah irgendwie nur nach 10 aus. Auf jeden Fall ist es jetzt ein wunderschönes, ja. Ne? So, die da ist nicht aktiviert, aber die hier ist aktiviert. Ring. Achtung, Kabocha! Kabocha! Und Kiste! Ja. Öffnen! In dieser Kiste finden wir... Du hast eine Abenteurertasche vergrößert. Du kannst ein weiteres Item mit dir führen. Okay, das war also hier noch drauf.
jetzt können wir schon zwei weitere Items mit uns rumschleppen. Da finde ich alles mit durch die Gegend schleppen können. Da sieht man jetzt auch schon sehr gut, wie viele Taschen wir insgesamt finden werden, weil sich das nicht alles verschoben hat, sondern einfach nur da reingequetscht hat. Ja. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir beim nächsten Mal zurück zum Tempel im Erdland. Und es ist Zeit für Action, schätze ich. Ja. Bis dahin, see ya. Aloha.